Stephen und Kailin sind gerade erst aus Seattle angereist. Auf einer Walk-and-Eat-Tour entdecken sie Madrid und genießen die berühmten Tapas dort, wo die Einheimischen sie essen. Sie gehören zu Hunderttausenden ausländischen TouristInnen, die dieses Jahr zu Ostern nach Spanien kommen. Es wird erwartet, dass die Besucherzahlen alle Rekorde brechen werden. Ob bei einem Bier in Malasaña oder einem Schinkenteller, ausländische Gäste finden in Spanien das, was ihnen während der Pandemie lange Zeit verwehrt blieb: soziale Interaktion. Spanish tourism is really booming this year. What we're seeing is just this kind of pent-up energy still from the pandemic that people want to get out there and see the world. You know, they want to experience, you know, little shops like this and have a great glass of wine and experience all that Spain has to offer. Die Tourismusbranche hofft, die Zahlen vor der Pandemie zu übertreffen, als fast 84 Millionen Gäste das Land besuchten. Die Zahlen des spanischen Hotelverbands zeigen, dass die Buchungen für die Osterwoche im Vergleich zum Vorjahr um 20% gestiegen sind. Es wird erwartet, dass die Auslastung in diesem Sommer bei über 90% liegen wird. España espera una temporada turística histórica, pese al aumento de precios que podría alcanzar el 20% este verano. Pero ahora mismo el mayor reto de las empresas del sector es encontrar trabajadores para satisfacer la demanda. Personalvermittler Randstad schätzt, dass Spanien mindestens 60.000 zusätzliche Arbeitskräfte im Tourismus- und Gastgewerbesektor benötigen wird. Führende Unternehmen wie Melia haben in den sozialen Netzwerken Kampagnen gestartet, auf der Suche nach jungen Talenten. In einer Hotelfachschule in Madrid sind diese jungen SchülerInnen in wenigen Wochen bereit für den Arbeitsmarkt. Gerade rechtzeitig für die Hochsaison. El 100% de los alumnos que salen de la escuela y que quieren trabajar, de inmediato los dejamos en un puesto laboral. Trotz Inflation und weltweiter wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten könnte Spanien in diesem Jahr die beste Saison seiner Geschichte erleben.